Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Norman, alias Dr. Elton Kreativ. Wir befinden uns heute wieder auf meinem MacBook, diesmal aber nicht im Sulet Studio, sondern im Inkscape, ein kostenloses Programm, Bildbearbeitungsprogramm und Zeichenprogramm für den Mac wie für den Windows-PC, eine Open-Source-Software. Und ich möchte mit euch heute einmal ein Foto in eine Plot-Datei verwandeln. Und zwar gehe ich dazu auf Datei und importieren. Ich importiere generell alle meine Dokumente, also alle meine Fotos und öffne sie nicht nur einfach. Hab mir mein Foto bereits ausgewählt, befindet sich auf dem Desktop oder auf dem sogenannten Schreibtisch beim Mac. Gehe auf Öffnen. An diesen Einstellungen ändere ich nichts. Ich bestätige einfach das Ganze mit OK. Jetzt verkleinere ich jetzt mir einmal die Datei mit gedrückter Umschalttaste und ziehe mir das auf meine Arbeitsfläche. Ihr seht zum Vergleich, das Foto ist größer als ein A4-Blatt. Inkscape öffnet mir generell die Datei. Eigentlich also eine Datei auf A4 Größe und das Foto ist immer noch größer als A4, deswegen verkleinern wir uns das Ganze noch mal ein wenig und schauen, dass wir das wieder proportional hinbekommen. Ich zoome uns mal wieder ran. Während der Bearbeitung spielt dieses Blatt hier keine Rolle, dazu komme ich dann später. So. Und wir machen uns das Ganze jetzt erstmal ein wenig kleiner. Der erste Schritt, den wir jetzt machen, also im Prinzip den zweiten Schritt, wir gehen einmal auf Pfad und Bitmap nachzeichnen. Dann öffnet sich hier schon ein Fenster. Wir gehen auf mehrere Scans. Gehen auf Graustufen, gehen auf Aktualisieren und ihr seht hier ein schwarz-graues Bild. Wir bestätigen das Ganze mit OK. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Der Rechner fängt an zu arbeiten und dann können wir auch gleich, wenn die Uhr hier verschwunden ist, das Fenster schließen. Und wir sehen hier unsere Vektorgrafik. Die ziehe ich uns mal nach rechts. Dauert einen kleinen Moment. Und wir löschen uns das Original einmal raus. Jetzt habe ich eine Vektorgrafik mit mehreren Ebenen. Die müssen wir noch voneinander trennen. Und auch das ist relativ einfach. Dafür gehen wir einmal auf Objekt und Gruppierungen aufheben. Dann sehen wir hier die ganzen einzelnen Graustufen bzw. Pfade von den Fotos. Und wir ziehen uns jetzt unsere einzelnen Lagen einmal beiseite und schauen, welche Datei ist für uns optimal, mit welcher Datei können wir super arbeiten. Und ihr seht, hier kommen mehrere Ebenen zum Vorschein. Und ich weiß aber im Prinzip jetzt schon, dass es entweder diese hier oben oder diese hier unten werden wird. Deswegen lösche ich mir den Rest mal weg, weil die ganzen Wolken und das andere, das brauche ich nicht. Nochmal.
Und auch die beiden Sachen lösche ich mir jetzt hier mal weg. Na. Und wir können dann mit einer der beiden Dateien hier arbeiten. Und ich würde mich jetzt in dem Falle, wenn ich die beiden Grafiken nebeneinander halte, für die komplett dunkle entscheiden, weil ich glaube, das kommt am ehesten dem nahe, wie das Foto war. Deswegen lösche ich mir auch die andere Datei. Ziehe mir das Ganze jetzt wieder in die Mitte meines Arbeitsblattes und vergrößere uns das Ganze einmal. Dann nehmen wir unser Füllwerkzeug, gehen auf keine Füllung. Jetzt ist erstmal alles verschwunden und dann geben wir unserer Kontur ein wenig Farbe. Das ist im Prinzip das, was der Plotter nachher sieht und lesen kann. Ich zoome uns jetzt mal oben in die Äste rein mit gedrückter Maus, nein, nicht mit gedrückter Maustaste, mit gedrückter Umschalttaste und dem Drehrad der Maus. Ihr seht hier ziemlich viele kleine Pfade. Wenn der Plotter das lesen wollen könnte, er kann es lesen, aber er kann es mitunter nicht schneiden. Deswegen müssen wir uns jetzt einmal alles das rausschneiden, wo wir wissen, der Plotter schneidet das eher weniger oder er schneidet das und das liegt nachher irgendwo im Messer. Alles, was jetzt hier Kleinkram ist, und das ist jetzt wirklich die Arbeit, die am anstrengendsten und zeitaufwendigsten ist, ist alles rauszulöschen, was der Plotter eventuell nicht schneiden könnte, ohne dass unser Motiv dabei zu 100% verloren geht. Wir doppelklicken einmal alles an. Ihr seht hier schon alles markiert. Dann kann ich die Sachen markieren, wo ich weiß, der Plotter würde das nicht schneiden. Und mit der Löschen-Taste einmal weglöschen. Auch hier wieder birgt die Gefahr, dass das nicht geschnitten wird. Auch hier. Und da habt ihr jetzt wirklich ein bisschen was zu tun. Es kann mitunter mehrere Stunden dauern, diese Datei zu bereinigen. Ich hole uns auch gleich nochmal in den... Halt, das war falsch. Bitte nicht die Löschfunktion benutzen, sondern wirklich die Löschtaste. Und wie gesagt, das ist jetzt mitunter die Arbeit, die hier ein paar Stunden dauert. Ich scroll mal raus mit dem Mausrad und wir gehen mal kurz zum Leuchtturm. Das Foto entstand nämlich vor einigen Jahren in einem meiner Urlaube. Und ihr seht hier zum Beispiel, ist ganz viel im Argen. Wenn ich das so an den Plotter schicken würde, ich zoome uns jetzt mal anders ran. Hier seht ihr zum Beispiel auch, das war zu schnell, hier haben wir sehr viele kleine filigrane Sachen, die der Plotter definitiv nicht schneiden wird. Deswegen doppelklicken und alles, wo ihr wisst, der Plotter kann das nicht verarbeiten. Halt. Löschen.
Hier müsst ihr wirklich dran denken, die Löschtaste zu benutzen. Und wenn ihr eure Datei soweit bereinigt und fertig habt, ist es jetzt eigentlich ganz einfach, daraus eine Plot-Datei zu machen. Ich zoome uns jetzt mal wieder raus aus der Datei und lasse sie jetzt mal so, wie sie ist, um euch die Bearbeitung des Motives ein wenig zu ersparen. Kann jetzt im Prinzip, wenn die Datei fertig bearbeitet wäre, halt das Motiv nehmen, auf die A4-Größe bringen und dann können wir das Ganze, ich zeige euch gleich wie, abspeichern. Halt. Schaut, dass das Ganze so halbwegs proportional bleibt. So. Und jetzt können wir im Prinzip das Dokument speichern. Datei speichern unter. Für die, die die Version benutzen vom Sulet Studio, diese Update Designer Edition, könnt ihr das Ganze als SVG-Datei speichern. Nehmt das normale SVG. Wir geben dem Ganzen jetzt einen Namen, und zwar Leuchtturm 2000. Ich glaube, das war 2017. Spielt auch erstmal keine Rolle. Und für diejenigen unter euch, die ein Sulet Studio benutzen in der Basic Edition oder eigentlich nur die Basic Edition, die das nicht kann, die können Datei speichern unter benutzen und können ihr Objekt oder ihr Foto als Desktop Schneidplotter AutoCAD DXF R14 speichern und können so auch ihr Motiv, lasst die Einstellung einfach so, einfach speichern. Und dann habt ihr die DXF-Version auch für euer Sulet Studio in der Basic Edition. Wie gesagt, wenn ihr mit einem anderen Plotter arbeitet oder wenn ihr mit der Designer Edition von Sulet oder Business Edition arbeitet, dann könnt ihr euch das als SVG speichern und gleich als Plot-Datei nutzen. Ansonsten halt in der Basic Edition mit der DXF. Das soll es an dieser Stelle von mir gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mal etwas Neues zeigen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt viel Spaß beim Plotten und beim Nähen. Bis demnächst.